als Roter ansprechen kann. Ja, aber so ging es mir auch erstmal. Es war verstörend. Also hast du Stör gefressen oder Verstör? Yeah. Das war mal geil. Ja, klar, bitte. Nein, ich bin in der Sackgasse. Fuck. Hätte ich besser vorher aufgestemmt. Ich bin aufgestemmt. Jetzt krieg ich nicht mehr. Jo, wo gehen wir jetzt lang? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hier irgendwo rum noch keinen gesehen. Jetzt bin ich wieder beim Bone Collector. Mahi. Ich hab doch gesagt, rechts und dann links. Ja, wenn du bei mir vorbeirennst, dann musst du eigentlich nach oben, oder nicht? Okay, aber ich versuche jetzt einfach nach oben gehen. Nach links oben, genau. Da wo die Swagger gaggeln, da musst du... Na, du fliegst jetzt dann oben in den Schucht wieder. Ma, Spitznaht. Ja, ich überlege ja, ich überlege ja. Mach doch die andere Seite. Nein, der fliegt gefolgt, Mensch. Der andere links oben. Alter, wie wär's mit dem links unten, Alter? Oder links oben, Alter? Oder ein Alter. Was hat eigentlich ein Rollstuhl, im Rollstuhl und du gemeinsam, Spätzle? Das ist eine sehr gute Frage. Richtig, Spätzle. Du Arsch. Nein, die richtige Frage wäre, was hat der Rollstuhl mit dir schon nicht gemeinsam? Das kennt die Bilder so, er kennt die Bilder. Ja. Oder findet die Bilder. Ist besser, wir kommen mal in das Haus, du musst mir den Weg zeigen, wie es nach oben geht. Den Tunnel folgen. Ja, ein Baumkollektor, eigentlich geradeaus, dann mit rechts nach oben. Da gibt es so eine Kreuzung mit drei Dingern, da geht auf jeden Fall den Weg nach oben. Und dann kannst du mal da reinklappen. Geil. Jetzt bin ich da bei. Nicht in der Mitte, sondern. Dass ich mit meinem Nacken und meinem Kopf einen 90-Grad-Winkel so im Stuhlsitz formel. So tief hänge ich gerade beim Stuhl. Oh. Und wenn man das jetzt richtig interpretiert hat, dann könnte man auch sagen, ich stecke ganz tief in der Scheiße, wenn ich mich stecke. Jetzt bin ich guter Position, Rias. Jetzt glaube ich, kann ich es rausfinden. Jetzt kann ich es rausfinden. Ja, bin ich. Aber ich glaube da. Ja, das war der Weg. Juhu, ich hab's. Ich finde da jetzt keinen Grund. Das ist richtig. Oh, da ist ein Scroundrel-Loot. Juhu, da ist jemand. Ja, da ist noch ein Loot. Jawoll, ich lauere die Aufwelt. Du weißt, die liegen ja eine halbe Stunde rum. Nee, ich sag's nicht. Ja, 16 weniger. Das hast du wie Virion gelesen, das wäre erstmal immer gelesen, aber es ist nur Virion, aber es ist ja auch. Ja, hab ich auch gelesen. Ich schwör, er hat heute. Der Virion hat sich heute eingeloggt und ich habe ihm direkt eine Freundschaftsanfrage gesendet und hab gedacht, Saimo, was machst du da? Weil dieser Virion halt. Ja, aber. Und ich denke, das war nicht. Nee, war nicht. Ja, Crew, ja, ja. Das ist noch Crew, da hab ich alle verarscht mit so einem bisschen. Ja. Da hat er was verkauft und mit so einem Shelding. Da hat einer dritte geschrieben, so, All Myers, we are Crew is Crew.
Ich weiß nicht. Der wurde total verarscht halt, weil er so geschrieben hat, so ja, es ist nicht er oder so. Und alle haben ihm Fett gesagt, so ja, er ist es trotzdem. Da hat er das Verkaufsfeld gemacht, da hat der anders, den nicht reingepostet hat, hat er geschrieben so, ja, passt dann auch, aber cool ist nicht cool. Total geil. Du hast es einmal verkackt mit der Community, hast du immer verkackt. Auch wenn du es gar nicht warst, gell? Ja, genau, das ist ja das Geile. Also, das ist so alle Welt am Verdacht, wenn du vom Strafen wirst. Was kannst du denn mit dem Schubi aus dem Herzen? Ja, der war Dread. Der hat dann gesagt, der ist es nicht, aber der hat den Namen drin. Vielleicht ist da was mit dran, wenn er das sagt. Aber ganz ehrlich. Wenn ich einen nicht getaggten Charakter hab, mir ein RPK da über den Weg läuft und der schon sein Schwert zieht, dann hau ich ihm auch auf die Fresse. Ist mir total egal, weißt du? Weißt du, du hast die richtige RPK-Mentalität mit Fehlleisten. Wo ist der Problem? Hauptsache kämpfen, weiß egal gegen wen. Iso. Nee, eigene Member vermeide ich in der Regel. Außer sie sind nicht getaggt. Aber dann kann ich es ja nicht wissen, also. Gut, wenn sie den Arsch auch auf Elfisch heißen, dann könnte ich vielleicht von alleine draufkommen. Ach, die heißt die Transferleiste. Diese geistige Transferleistung will ich mir mal nicht zutrauen, oder? Nee. Und ich will zum Laden hier. Vor allem brutal, wie wir hier über sämtliche Generationen herziehen. Sämtliche Generationen? Achso, ob du meinst diese Rentner wie Toni? Also, der so streng genommen ist, der Toni eigentlich ein Frührentner. Ich meine, Hartz IV ist ja auch Rente, oder? Nur früher, ja. Kommt vor der Rente. Also so gesehen, eigentlich können sie ja sagen, arbeiten kriegst du A, aber es ist A vor der Rente, also Frührente. Na gut. Also Beruf Frührentner. Ich finde es bei Toni immer so geil, er hat immer so viel zu tun und Dinge und so, aber er hat den ganzen Tag Zeit, das will ich verarschen. Ist echt so, ja. Meint aber echt.